Hallo in die Runde, schön, dass du wieder da bist, um Yoga mit mir, mit Andrea zu üben. Heute möchte ich gerne ein bisschen mit dir Brustmuskulatur, Arme trainieren, sprich Stützkrafthaltung. Wir fangen in der sitzenden Position in deinem Yogasitz an. Mach es dir gemütlich. Schließ deine Augen und atme einige Male ganz tief durch. Spüre, wie du sitzt. Richte dich auf, mach dich lang. Beobachte deine Atemzüge. Mit in die Bewegung, öffnest deinen Herzraum beim Einatmen, lässt dich sanft nach vorne einkugeln beim Ausatmen. Mach dann ganz großzügige Kreise aus deinen Schultergelenken heraus. Und verschränk schließlich deine Finger oberhalb deines Kopfes und streck die Handflächen weit nach oben. Neige dich ein paar Mal von der einen zur anderen Seite. Dreh den Kopf dabei mit. Zieh dir die Flanken auseinander. Mach die Rippen weit. Dehne deine Taille. Dann bleibst du nochmal oben. Die Hände über Kopf. Schieb dich ganz lang nach oben in den Raum und mach dich noch einmal ganz rund. Blick zum Bauchnabel gerichtet. Mit einem Einatmen öffnest du dich. Richtest dich auf. Und kommst für einen Augenblick auch in den Brustexpander. Die Schulter nochmal zurückkreisen, hinter deinem Rücken die Hände verschränken, die Arme ausstrecken. Und aus den Schultergelenken ziehst du dir die langen Arme sachte nach oben, bis du einen deutlichen Zug an den Schultervorderseiten spürst. Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand die Hände spannen.
Schulterbreit aufsetzen, so dass die Handgelenke etwa unter den Schultergelenken platziert sind. Und deine Knie stellst du unter den Hüftgelenken. Schaukel etwas nach vorne, über deine Handgelenke mit den Schultern und wieder zurück. Das Gewicht mehr auf die Knie geben. Oder wieder nach vorne kommen. Und den Druck. Zurück in den Vierfüßler und drehe deine Hände um, so dass deine Fingerspitzen nach hinten zu deinen Knien scheinen. Bringst deinen Arm dabei über eine Außenrotation, ja, in dieser Position und dann nochmal nach vorne verlagern und nach hinten. Und halte bitte so gut es geht die Handballen dabei auf die Erde gepresst. Wenn du dein Gewicht nach vorne auf die Hände gibst, beuge dabei leicht die Ellenbogen ein und schieb dich wieder nach hinten, strecke deine Ellenbogen aus. Das darf dich schon deutlich fordern, da darf schon ein ordentlicher Zug zu spüren sein, aber pass bitte gut auf dich auf. Du weißt, fordern darf es nicht, aber es darf dir auf keinen Fall richtig wehtun oder dir Schmerzen bereiten. Bleibe wieder in neutralen Position des Vierfüßlers, dreh deine Hände wieder in ihre gewohnte Position zurück und diesmal nach außen drehen die Fingerspitzen und so ein bisschen hin und her schaukeln dabei. Verlagere dein Becken mal nach links, mal nach rechts. Und dann stellst du dir deine Zehen hinten auf. Setzt den Po auf deine Fersen und lockerst dir die Handgelenke mal so ein bisschen aus. Greif mit einer Hand richtig fest zu am Handgelenk, halt dir quasi die Haut fest, während deine Faust kreist im Gelenk, richtig großzügig, auch mal andersrum. Und dabei hält die andere Hand die Haut über dem Knochen ganz fest. So wechselst die Seiten. Gut zupacken, festhalten, eine Faust machen und kreisen, sodass du mit der haltenden Hand richtig die Bewegung deiner Haut über den Knochen wahrnehmen kannst. Auch hier nochmal die Richtung wechseln. Und zurückkehren in den Vierfüßlerstand. Flache Füße und wie gewohnt die Katze und die Kuh beginnen. Dein kleiner Katze und Kuhflow. Die Kuh mit leicht rundem Rücken, die Katze mit rundem Rücken. Hier richtest du den Blick zum Nabel. In der Kuh geht der Blick zum dritten Auge. Immer mit der Bewegung am Steißbein beginnen und mit der Bewegung in der Halswirbelsäule die Kuh beenden. Das Nasana beenden. Bleibe wieder im neutralen Vierfüßler. Stell deine Zehen hinten auf und schiebe dich von hier in den nach unten schauenden Mund. Auch hier zunächst dynamisch üben, Fersen wechselweise in den Boden schieben, über den Oberkörper.
von hier läufst du Schritt für Schritt nach vorne zu den Händen hin. Holst dich über die Flügelgeste nach oben in den Stand, in die Streckung und beendest in deiner Backbord. Auf die Brust, gut geerdet mit beiden Füßen. Komm in die kleine Rückbeuge und mit dem Ausatmen in die tiefe Vorbeuge hinunter in Uttanasana. Mit einem Einatmen füge die halbe Vorbeuge an, starkem, langem Rücken, mehr den U wahrnehmen im unteren Rücken. Der nächste Ausatmen, du stellst den rechten und den linken Fuß nach hinten nochmal in den herabschauenden Rundraum. Aus dem herabschauenden Rund hebst du deine Fersen. Schaust du deinen Bauchnabel und rollst dich wie eine Welle nach vorne, bis du wieder im Liegestütz angekommen bist. Die Schultern etwas vor den Handgelenken, Ellenbogen leicht gebeugt, Nabel eingesaugt, streck die Beine. Lass sachte die Knie runter, ohne den Druck von deinen Händen zu nehmen. Und platziere dir schon mal das linke Knie in einer Linie mit dem linken Handgelenk. Du drehst den linken Unterschenkel etwas auf, streckst das rechte Bein so, dass das rechte Fußgewölbe, linkes Knie und linkes Handgelenk fluchten. Achte darauf, dass du deine Schulter über dein Handgelenk stellst. Streck den rechten Arm über dein Ohr, schiebe den Bauch nach vorne, öffne deinen Herzraum, drück dein Becken vor. Und wenn du hier eine gute Stütze hast, dein Ellbogen bleibt dabei leicht gebeugt, dann drehst du dich nach vorne auf und vielleicht kannst du auch den Blick zum Himmel richten. Wenn dir das aber im Nacken unangenehm ist, dann nach vorne oder auch nach unten blicken. Schieb dein Becken nochmal ein bisschen mehr nach vorne, mach deine Körpervorderseite weit auf und schiebe mit der linken Hand so fest in die Erde, dass du deine rechte Flanke noch weiter Richtung Himmel öffnen kannst. Und dann ziehst du dich mit einem Ausatmen zurück, stellst die Zehen hinten auf und schiebst dich in deinen herabschauenden Hund. Aus dem herabschauenden Hund hebst du einatmend die Fersen hoch, guck zum Bauchnabel und roll dich wie eine Welle. Drück nochmal ganz bewusst die Brust, Zeigefinger und Handgelenke in den Boden. Halte und lass ganz sachte die Knie runter. Platziere jetzt schon dein rechtes Knie hinter deinem rechten Handgelenk. Dreh dein Bein zur Seite aus. Strecke das andere lang. Fußgewölbe, Knie, Handgelenk in eine Flucht. Und du schiebst dir die Schulter über das Handgelenk. Handgelenk, leicht gebeugte Ellbogen, Schulter in eine Linie. Streck dich, öffne, rechtes Handgelenk nach vorne oder vielleicht sogar nach oben. Such du dir die Position aus, die für dich angenehm ist. Öffne deinen Herzraum, mach die Flanke hier ganz lang, Bauch, Leisten weit geöffnet. Schiebe fest mit deiner rechten Hand in die Erde und deine linke Flanke noch mehr in die Öffnung, noch mehr in die Wölbung nach oben zu bringen. Im Ausatmen führst du dann zurück, vier Füße zurück, Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Lass die Fersen fallen, zieh die Sitzknochen steil nach oben. Zwischen deinen Schultergelenken weich werden, zwischen den Schulterblättern weich werden. Und so läufst du nach vorne zu deinen Händen. Stell die Füße etwa hüftbreit auf und jetzt führst du deine Handflächen unter die Fußsohle. Also du stellst deinen Fuß auf deine Hand drauf, so weit,
dass die Zehenspitzen die Innenseite vom Handgelenk berühren. Dreh deine Ellenbeugen nach vorne, also die weiche, zarte Haut deines Unterarms, deines Ellenbogens nach vorne drehen. Du spürst in dieser Drehbewegung, wie du Zug auf den oberen Rücken kriegst. Beuge die Ellenbogen ein, sodass die Ellbogenspitzen zum Schienbein hin zeigen und verlagere ganz vorsichtig, wirklich vorsichtig, dein Gewicht auf die Ballen, auf die Zehen, sodass du möglichst viel Druck auf deine Handballen bringst. Die Unterarme ziehst du dir so nah in Richtung Schienbein, wie es für dich möglich ist. Lass jetzt auch noch den Kopf und die Schultern baumeln. Entspann dich. Der Gorilla ist das. Wenn dir dieser Gorilla hier aus irgendwelchen Gründen unangenehm ist, dann verweile einfach ein paar Augenblicke in Uttanasana, in der tiefen Vorbeuge und kümmere dich so ein bisschen um die Handgelenke. Löst die Position auf, kommst mit dem Einatmen in die halbe Vorbeuge, stellst rechts, links den Fuß nach hinten in den herabschauenden Mund. Mit einem Einatmen hebe deine Fersen, roll dich wellenförmig nach vorne, bis du im Liegestütz angekommen bist. Deine Zehen, deine Füße drücken dich noch weiter nach vorne, halte den Nabel eingesaugt, die Ellenbogen leicht gebeugt und du entscheidest, ob du jetzt mit abgelegten Knien im alten Chaturanga hinunterkommst in die Bauchlage oder ob du das lang und am Stück bewerkstelligst. Bauchlage, lange Füße und die kleine Kobra. Halte, drück fest die Fußsohlen in den Boden, sodass sich die Beine strecken können, die Kniescheiben lösen sich von der Erde. Saug den Nabel ein, presse noch ein bisschen fester in die Ellbogen, deine Ohren bewegen sich zwischen deine Oberarme, mach einen runden Rücken, quasi eine Katzenbuckel. Und dann schaust du zu, wie deine Oberschenkel sich wieder abrollen, sich dein Becken ablegt, sich die Hände öffnen und du kehrst zurück in die Sphinx. Zieh mit den Händen fest zu deinem Körper hin, wölbe deinen Brustkorb nach vorne, hebe deinen Scheitelpunkt zur Decke, halte das Kinn nah bei der Halsprobe, fest den Druck der Fußrücken in die Matte, die Knie heben sich vom Boden weg, atme gleichmäßig in das Sphinx. Und dann lass nochmal nach, verschränk wieder die Finger ineinander. Diesmal
Mal aber die Finger eins weiter verschränken, so dass das sich so ein bisschen ungewohnt anfühlt. Wenn vorhin der rechte Daumen näher am Herzen war, dann ist es jetzt der linke Daumen, der näher am Herzen ist. Presst die Handkanten in die Matte, presst die Ellenbogen in die Matte. Saug den Bauchnabel ein, roll deinen Kopf in Richtung Brust. Kinn in Richtung Brust, Bauchnabel rein, Becken heben, den Beinen beim Lösen zu schauen. Die Fußrücken in den Boden pressen, die Fersen zueinander drehen und mehr Schub in die Ellbogen, in die Hände, sodass sich die Ohren zwischen deine Oberarme bewegen. Die Fortgeschrittenen gehen vielleicht noch einen Schritt weiter und strecken die Beine, dann kommt man auch noch ein bisschen näher in diese Wölbung hinein, in den springenden Delfin. Atme gleichmäßig. Schieb und den Rücken rund nach oben, presse fest in deine Ellbogen. Als erstes kommt die Knie runter, dann rollst du die Oberschenkel ab, ziehst du Becken, richtest dich auf, öffnest die Hände und bewegst dich noch einmal. Senke den Oberkörper, stell die Hände links, rechts, neben deinen Rücken auf, jetzt hier hinten aufstellen. Komm über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Beweg dich ein bisschen im Hund. Zieh dir die Flanken auseinander. Und im nächsten Einatmen hebe das rechte Bein steil nach oben zum Mund im Spagat. Mach ein richtig, richtig langes Bein. Schiebe dich mit deinen beiden Händen zu deinem linken Bein, zum Schambein hin. Mit dem Ausatmen führst du den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Hebe den Blick an und stell deinen linken Fuß neben dran. Uttanasana. Gebe mal einen Augenblick deinen Armen, deinen Schultern Raum, löse den Nacken und dann kommst du in die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Im Ausatmen stell deinen linken, dann den rechten Fuß nach hinten herabschauender Hund. Die Knie dürfen im Hund immer leicht gebeugt sein. Wichtig ist, dass du dein Steißbein, deine Sitzbeinhöcker nach oben drehen kannst, Richtung Himmel. Zeigefinger Grundgelenk fest auf der Erde, die Zeigefinger nach vorne ausgerichtet, Nabel eingesaugt. Hebst du deine Fersen hoch und rollst dich wie eine Welle nach vorne, bis du im Stütz bist. Du entscheidest, ob du deine Knie runterlässt oder ob du am Stück in Chaturanga dann Dasana hinunterkommst in die Bauchlage. Im Einatmen die Cobra. Im Ausatmen der nach unten schauende Hund. Diesmal rollst du dich wellenförmig nach vorne bis zum Stütz und lässt hier dein Becken leicht einhängen. Roll die Schultern zurück, hebe deinen Brustkorb an, presse fest in deine Hände. Eine Variante des nach oben schauenden Hundes. Das ist eine Variante, weil du hier immer noch auf den Zehen stehst und noch nicht auf den Fuß. Aus dieser Variante roll dein Kinn an die Halsprobe, mach einen runden Rücken, presse dich hier aus den Schultern raus, rund den Rücken aufwölben und zurückrutschen, herabschauender Hund. Im Einatmen nochmal, Fersen heben. Und in der Welle nach vorne kommen, hänge lasse, Schultern zurück, Brust heben, Blick heben und ausatmen. Einbeugen.
Schultern und zurückrollen. Herabschauender Hund. Dritte Wiederholung. Hebe die Fersen, roll dich wellenförmig nach vorne. Gib in der Hüfte nach, nimm die Schultern zurück, heb dich hoch. In der entgegengesetzten Bewegung. Raus aus den Schultern pressen, in deinen herabschauenden Mund. Im Einatmen hebe das linke Bein ganz weit nach oben. Lass dich hier in den Schultern leicht einhängen, so nah an dein Standbein kommen kannst. Und ausatmend, linken Fuß nach vorne, rechten Fuß neben dran. Komm nochmal in deinen Gorilla. Oder in Uttanasana, um deine Handgelenke etwas zu entlasten, zu entspannen. Nimm das Eigengewicht deiner Arme wahr, roll dein Becken leicht ein. Und so mit deinem nächsten Einatmen kommst nach oben in die Rückbeuge. Mit dem Ausatmen Uttanasana, tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, rechten Fuß nach hinten stellen, Hüfte kurz fallen lassen, Brustkorb heben, Hände flach aufstellen und den linken Fuß nach hinten in den Stütz. Gib deinen linken Fuß auf seine Fußkante. Stell den rechten Fuß etwas weiter nach vorne. Zehen schauen alle nach vorne von dir weg. Sortier dir nochmal die Schulter, Ellbogen. Handgelenk übereinander und dann drehst du nach oben auf. Schiebe auch hier bitte dein Becken nach vorne, bring deinen Oberkörper gefühlt in die U hinein. Wenn du magst, legst du den Arm über dein Ohr. Becken nach vorne, Bauch öffnen, Herzraum nach vorne wölben und Schulter, Ellbogen, Handgelenk übereinander stellen. Heb dein Becken höher, presse fest in die Erde hinein. Ausatmen, kehre zurück in den Liegestütz. Lass dich in Chaturanga oder im halben Chaturanga mit abgelegten Knien hinunter in die Bauchlage. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, der nach unten schauende Hund. Herabschauender Hund.
Atme ein, hebe das linke Bein und den Spagat und bring diesen linken Fuß nach vorne. Stell den rechten Fuß neben dran. Uttanasana. Mit dem Einatmen die halbe Vorbeuge. Im Ausatmen rechten Fuß nach hinten stellen. Bein kurz einlegen. Zaum heben und dann linken Fuß nach hinten. Liegestütz. Wenn du jetzt hinunterkommst, auch wenn du die Knie abgelegt hast, bitte nicht ganz ablegen, lass deine Brust über der Erde schweben, auch mit abgelegten Knien. Halte. Wer die Knie abgelegt hat, ist jetzt so mutig, so fest in die Zehen zu drücken, dass die Beine sich strecken. Und jetzt schiebst du dich über der Erde nach vorne, legst dich langsam ab. Flache Füße, Schultern kreisen, in den nach unten schauenden Hund über die Kobra. Du hebst die Fersen, rollst dich nach vorne in den Stütz. Entscheidest halbes oder ganzes Chaturanga, aber bitte nicht ablegen. Lass dich runter, halte. Jetzt die Knie eventuell wieder heben. Und schieb dich so weit nach vorne, dass du möglicherweise sogar auf die Fußrücken aufrollen kannst. In den regulären nach oben schauenden Hund. Roll die Fersen aufeinander zu. Drück die Fußrücken in den Boden, Knie vom Boden weg. Entweder einen Fuß nach dem anderen aufstellen auf die Zehen. Oder die fortgeschrittene Rollung über die Zehen in den nach unten schauen. Bleib einen Moment hier, atme. Wenn das jetzt gerade nicht geklappt hat, mit dem Hochziehen in den Updog oder mit dem Zehenrollen, macht nichts. Nimm es einfach so hin, wie es ist. Ärger dich nicht. Arbeite weiter dran. Legst du jetzt dein linkes Knie ab, drehst es nach außen oder du wirfst dich komplett auf die Seite, zwei langen Beinen. Dabei kann der rechte Fuß vor dem linken liegen oder du kannst die Füße übereinander nehmen oder wie vorhin die einfachere Variante mit abgestelltem Fuß. Oder aber du nimmst diesen seitlichen Stütz. Fühl dich frei auszuprobieren, was für dich jetzt hier am günstigsten gerade ist, was du noch bereit bist zu geben.
Öffne den Herzraum, den Bauch und heb dich raus aus der Hüfte, raus aus der Schulter. Gerne auch mit Beinvarianten. Und egal wo du bist, du kehrst langsam zurück in den Stütz. Chaturanga Dandasana, nach oben schaut der Hund oder die Variante auf den Zehen. Abschauen. Hebe das linke Bein hoch und den Spagat. Setz diesen Fuß nach vorne. Und den rechten eben dran. Und lass dich im Augenblick los. Halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Und links, rechts zurück. Herabschauender Hund. Fest in die Erde schieben. Lange Arme. Weich sein in den Schultern. Roll dich nach vorne. Stütz. Halte. Entweder Knie ablegen rechts diesmal, ausdrehen für den unterschätzten Seitstütz oder auf die rechte Seite werfen. Der Fuß darf nach vorne, der linke. Der linke Fuß darf vor dem rechten liegen oder beide übereinander. Schulter, Ellbogen, Handgelenk, eine Länge. Streck dich, schiebe in die Hand hinein, drück den Boden unter dir weg. Hebe dein Becken hoch, mach den Rücken lang, schieb den Bauch nach vorne. Alles, was dir einfällt, was dir gut tut, ist erlaubt. Mach dann zwei lange Hände nach vorne, Arme, in den Blick und normal in den Vierfüßler. Und aus diesem Vierfüßler drehst du dich in den Sitz, setzt dich auf deinen Po. Und setz dich lang und gerade auf. Ich drehe mich um, sieht man es besser. Mach dir Platz unter den Sitzknochen. Räum das Fleisch auf die Seite. Roll die Schultern zurück und richte dich ganz lang auf. Deine Hände legst du dir links und rechts neben deine Hüften, da wo sie am breitesten sind, da werden die Hände platziert. Schultern zurück, Brustkorb öffnen und du gibst einen ganz sanften Druck in die Erde. Nicht reinpressen, sondern nur ganz sachte schieben. Gerade so viel, dass dein Oberkörper, die Wirbelsäule, die Muskeln den Impuls kriegen, dich zu strecken. Beide Füße flex, beide Beine lang, dann Dandasana, der Stock, atme. In Richtung Halsgrube, Nacken lang. Dann löse auf und lass dich in einem Augenblick einrollen. Und dann nochmal. Du richtest dich vom Becken her auf, rollst die Schultern zurück, flexst die Füße. Diesmal setzt du die Hände aber ungefähr, eine halbe Handlänge weiter nach vorne. Und diesmal gibst du wirklich Druck in die Hände, so richtig, und hebst den Po vom Boden weg. Halte. Halte die Könner unter euch, vielleicht ein Bein noch mit dazu nehmen oder vielleicht sogar beide Beine. Achtung, das kann Krämpfe geben. Vorsichtig agieren.
langsam absetzen, aufrichten, Dandasana und einen Augenblick lösen. Dann richtest du dich nochmals von unten hier auf, Dandasana, stopp. Die Hände etwas weiter nach vorne geben. Strecken. Druck. Popori. Vielleicht noch ein oder anderes Bein. Halt dich hoch vom Boden weggeschoben. Der Rücken darf dabei rund werden, das geht nicht anders. Schub fest in die Matte. Und lass dann wieder langsam runter. Kehre noch einmal zurück in den Stock, in der Dandasana. Kreuzt du deine Beine vor deinem Körper, Schneidersitz, wenn das geht. Wenn dir das unangenehm ist in Hüften oder Knien, geht es auch, wenn du die Füße vor dir aufstellst, in so einer Art Rutschersitz. Also fühl du dich da ganz frei, das so zu machen, wie es für dich passt. Sitz aufrecht und groß. Die Hände links und rechts neben deinen Hüften. Roll die Schultern zurück. Leichten Schub in den Boden, damit du dich strecken kannst. Entspann dabei möglichst die Beine. Löse etwas auf, setz die Hände eine halbe Handlänge weiter nach vorne. Schaukel auf die Hände, heb das Gesäß vom Boden weg. Saug den Bauchnabel kraftvoll nach innen. Und vielleicht gelingt es dir jetzt hier, wenn die Beine nicht lang sind, sondern im kurzen Hebel, wirklich einen Moment zu fliegen. Lass dann runter. Die Beine, wenn du sie gekreuzt hast, andersrum kreuzen. Aufrecht sitzen. Hände neben den Hüften. Mit leichtem Schub. Auflösen. Etwas weiter nach vorne die Hände. Nabel kräftig einsaugen. Druck auf die Hände geben. Gesäß anheben. Und dann vielleicht auch noch die Füße. Einmal nach vorne hängen, durchhängen lassen, den Rücken rund nach hinten, Nacken lösen, tief durchatmen. Stell deine Füße vor dir auf Boden auf. Noch einmal aufrichten, lange Arme nach vorne. Roll dein Becken ein. Die Wirbelsäule einrollen und ganz allmählich kommst du runter in die Rücken. Nimmst dabei deine Knie mit, Hände über die Knie und ganz am Boden angekommen, mit Schultern und Kopf, gehst du mit Apanasana. Wann ziehen die Knie und lösen? Lass die Bewegung nochmal klein sein. Gar nicht so weit in die Öffnung, sondern ganz klein anziehen, nur ein bisschen öffnen, anziehen, ein bisschen öffnen. Und so, hauptsächlich den unteren Rücken etwas aufziehst, aufdehnst, du darfst dich selbstverständlich kreisen. Wenn du Kreise ziehst, immer dran denken, beide Richtungen. Dann Apanasana etwas größer werden lassen.
ein Bein nach dem anderen lang aus, ziehst die Arme über Kopf, dehn und streck dich in jede Richtung. Zieh dich auseinander. Ganz lang. Die Flanken aufmachen. Fußballen und Zehen leicht nach innen, lass die Knie aufeinander kippeln. Beweg nochmal, lass mal das linke, mal das rechte Knie Richtung Mitte sinken und leg dir dann die Knie einfach locker gegeneinander, so gegeneinander legt, um Häuschen zu bauen. Wenn sie sich nicht berühren, die Knie macht gar nichts, dann lass es einfach so in der Schwebe. Bring die Hände nach oben und kümmere dich nochmal für einen Augenblick ganz um deine Handgelenke. Kreisen, jede Richtung, auf jeder Seite, dabei die Haut gut festhalten, so dass deine Haut, deine Muskeln unter deinen Händen in die Massage geführt werden. Dann verschränk die Finger ineinander, lasse mal die Handflächen zur Decke und die Handrücken zur Decke. Schieb die Schultern dabei weg von der Erde, drück dich ganz lang nach oben, aus den Schultern raus, mal die Handrücken und mal die Handflächen. Schüttel die Finger, zieh mal an jedem Finger so ganz sachte in die Länge, so rausflitsche lassen. Wir sehen uns bestimmt sehr bald wieder. Ich wünsche dir an dieser Stelle.